Herzlich willkommen von Home Adventure zum neuen Video im Oman. Das wird das letzte Video sein und wir gehen wieder mal ein bisschen in die Kultur hinein, so wie sie früher gelebt haben, und reisen auch herum. Okay, es ist zwar ein bisschen kürzer, aber es kommt dafür noch eins. Viel Spaß beim Schauen und bis bald. Wir fahren in die Altstadt von Alhambra rein. Es gibt sogar eine breite Straße dadurch. Ja, das ist jetzt schon spannend, weil hier ging es mal in den alten Souk hinein. Die Kaufleute hier ihren Laden und immer davor so einen kleinen Absatz, wo sie ihre Waren ausgestellt haben. Schon schön hier. Ne? Und der ganze Souk war auch mal überdacht, wie man hier sieht. So sieht's aus in so einem kleinen Kaufmannskämmerchen. Also das Gelände ist mega spannend, aber man könnte hier echt mal aufräumen. Man sieht, dass es zwar irgendwie für Touristen ist, aber gelassen, wie es ehemals war. Ja, irgendwann sind die Menschen hier ausgezogen und haben diese Räume einfach so auch hinterlassen. So, hier mal was architektonisch echt Interessantes, und zwar die Stürze oben, die wurden aus zusammengefügten Palmblättern gemacht. Ja, der Entdeckergeist ist hier voll aktiv, hier mal durch diese Tür, in dieses doch ganz gut erhaltene Gebäude noch. Das sieht toll aus. Gibt sogar noch einen gut erhaltenen ersten Stock und zweiten Stock. Interessant sind natürlich auch diese bemalten Decken. Das ist mal Historie und noch nicht renoviert. Ich finde das so interessant. Wenn man die Löcher im Boden sieht, muss man sich schon überlegen, ob man auf diesen Decken noch rumläuft. Aber wer was entdecken will, muss sich halt trauen. Hier so etwa bis zum Jahr 79 wurde das hier alles noch bewohnt und der Souk, der Markt, wurde auch noch betrieben. Jetzt ist es Lost Place, und zwar vom Feinsten. Jetzt sind wir hier in Bet al-Safar Restaurant. Gibt es dann auch noch ein Heimatmuseum nebendran. Und das sieht natürlich richtig historisch aus. Ganz hübsch. Kann man auch essen gehen. Gäbe Buffet hier. Aber hier sieht man ganz viel historische Utensilien. Ist richtig schön. Eine Toilette hat es hier gegeben, mit Loch im Boden. Also ich bin hin und weg. Ist das mal toll hier, diese omanischen Häuser. Anscheinend hat man hier sich sogar auch mal verteidigen müssen. Ja, hier könnte man fast den ganzen Tag verbringen und hier durch die Straßen schlendern, die sogar auch Wassersysteme, Abwassersysteme haben, sowas wie Gehsteige. Aber irgendwann ist auch gut, und ich glaube, jetzt habt ihr ganz viele Videos und Fotos gesehen. So, wir tauchen jetzt ein in die Vergangenheit, hinein in die kleine Gästlein mit den Wohnungseingängen. Oder hier. Ja, da wird gewohnt. So, wir gehen mal hoch. Also, das ist echt verwinkelt. Oh, keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Wir gehen höher und höher. Aha, jetzt. Yes. So, wir haben es gefunden, jetzt sind wir on the top mit diesem Ausblick. Das ist noch die andere Seite, die Sonne ist halt da. Ja, ihr seht, renoviert, aber in der Mitte alles zusammengebrochen, aber von außen top, innen ein Flop. Jetzt sind wir hier auf der Terrasse und dann hat sie gleich eine russische Freundin gefunden, die mit ihr knuddelt. Schau mal, die Angie ist ja total verschmust. Oh, ist ja putzig. So, hier ist die Wasserversorgung vom Dorf. Also Wasser haben sie mehr als genug. Wir sind im Garten Eden. Also praktisch jeder zückt sein Handy, wenn ich mit meinen zwei Wölfen komme. Und gerade die jüngere Generation sowieso.
haben zwar Angst oder Respekt, aber sie lieben diese Tiere. Also echt ein Garten Eden hier. Und überall dieses Wassersystem. Also wer will, der kann gute 800 Meter durch diese Palmenplantage laufen und kommt wieder auf die Hauptstraße. Und da muss er dann wieder hochlaufen, auch etwa 800 Meter. Das machen wir jetzt. Das lohnt sich wirklich, da durchzulaufen. Die zwei. Also, es ist ein Traum. Jetzt geht es da runter und dann darüber. Wir laufen eigentlich jetzt an der Schlucht entlang. Die zwei immer voraus. Four-Wheel Drive. Da geht's hoch. Ach, herrlich. Herrlich. Es wird immer besser. Damit man da das Beet nicht opfern muss, geht der Weg an dieser schmalen Terrasse vorbei. Da fängt die Schlucht an. Und wenn hier Wasser fließen würde, dann würde sie runterplätschern. So, wir sind jetzt unterwegs zum Jebel Shams nach Alhamra. Bietet sich einem dieses Bild. Wow, das ist ja mal richtig historisch. Ja, nach ein paar Kilometern hört die Teerstraße auf, da kommt Piste. Musste den Reifendruck natürlich wieder anpassen. Ist ein bisschen komfortabler zum Fahren. Es geht da einfach hoch, nicht so anspruchsvoll. Aber landschaftlich sehr, sehr schön. Plötzlich die Straße wieder geteert. Der Jebel Shams ist eigentlich da links oben, aber da ist Militärgebiet. Da unten ist der Grand Canyon von Oman. So, das ist der Grand Canyon des Omans. Und es geht da gigantisch in die Tiefen. Bis nach Alhamra. So, noch von einer anderen Perspektive. Wow. Nochmal eine neue Perspektive von dieser gewaltigen Schlucht. Diesmal ohne Geländer. So geht's runter. Da gibt es sogar einen Wanderweg. He? So, neuer Morgen. Wir sind auf dem berüchtigten, berühmten Balkoni Way. Und hinter uns 20 Leute, Italiener. Ich glaube, jeder läuft diesen Weg, weil er im Reiseführer ist. So, man läuft eigentlich unterhalb dieser Klippen. Wir sind morgens um 8 Uhr bereits los. Und es hat jetzt schon Leute. Gewaltige Felswände, von da oben kommen wir. So, nochmal ein Wow-Erlebnis. Von diesem Grand Canyon des Omans. Ja, jetzt kommt der echte Balkoni mit Tropfsteinen da oben. Ja, den Wölfen macht das natürlich Spaß. Nein, ich habe keine Angst, dass sie abstürzen. Wie geil ist denn das? Da haben mal Menschen oder Tiere, keine Ahnung, gewohnt. Krass, meine Wölfe sind schon da drüben. Und der nächste Ort mit Goats, Ziegen.
Das sind Spezialisten beim Klettern. Das sind die Ureinwohner, die Ziegen. So, wir tauchen ein ins Altertum. Ich weiß nicht, wie lange die hier gelebt haben. Wir sind am Ende angelangt. Und da geht's extrem steil runter. Und das weiß auch die Angie. Deswegen Sicherheitsabstand. Hier ist das Ende. Wir hatten genau eine Stunde. Schöne Wege, ja. Das ist Wasserbeckenkonstruktion auf Omanisch hier im Hinterland, damit die Tiere von jedem Tropfen Wasser profitieren, der hier fließt. Wieder auf dem Rückweg. Und da kommen die Italos. Eine ganze Truppe. So, wir genießen nochmal diesen schönen Ausblick. Von da hinten sind wir gekommen. Jetzt hat es ganz viele Touristen unterwegs. Ja, so sieht das aus. Man sollte eigentlich mal von unten dazu hochlaufen, so weit wie es geht. Wäre sicher auch mal interessant. Wir haben uns hier einen günstigen Karak erschlichen, weil wir nicht mehr Geld als 100 dabei hatten. Aber die kriegen auch ihre Fotos dann vom Hund. Das ist ja schon mal gute Bezahlung. Die Eila hat sich hier im Schatten beim Karakmann gemütlich gemacht. Da ist bequem. Here's nice, she loves you. Sind wieder unterwegs. Zwar soll es eine neue Straße geben, direkt ins Wadi Dam rüber. Und da fahren wir jetzt hin. Wir fahren jetzt den Jebel Shams runter und das ist jetzt gerade unsere Aussicht. So, da wo blaue Tanker sind, da fährt man dann rechts rein auf die neue Piste. Also die kommt dann erst noch an diesem Gebäude vorbei. Dann kommt man direkt ins Wadi Dam und direkt auch wieder raus. Ja, Richtung omanische Grenze. Nisch, wie heißt es? Nisch. Man fährt also direkt da ins Wadi Dam, was rechts von uns ist. Die Piste ist ziemlich steil, aber nicht so steil wie beim Snake Canyon. So sieht die Piste aus, da unten das Wadi Dam. Mit der Schlucht. Das ist mal Altertum. Lost Place, wir fahren durch ein Lost Place. So, und ab jetzt ist die Straße, die Piste neu. Früher ging die einfach zu diesem Dorf runter und ab jetzt ist sie neu da. Mal schauen, wie neu. Die Piste ist neu und deswegen hat man jetzt Durchgang direkt zum Wadi Dam und kommt dann hier eben schön raus. Der Jabal al-Batina ist ganz besonders. So, links von uns, riesige Felswände beim Runterfahren. Sind wir wieder auf der offiziellen Straße, die noch eingezeichnet ist in den Karten. Die neue, die finde ich noch nicht. Die ist jetzt bei mir eingezeichnet, da blau. Jetzt sind wir die ganze Zeit an der Schlucht entlang gefahren. Jetzt fahren wir mal hinein in dieses schöne Wadi Dam. So, den ersten Baum konnten wir umfahren. Und jetzt da vorne sind unsere neuen Reisefreunde. So, da sind ja schon einige, zwei glaube ich. Wir sind da in dem schönen Wadi Dam. Und schaut euch das mal an. Wie das plätschert so zwischen den Felsen. Und hier kann man baden. Es ist kalt, bitte. Hallo. Wir sind am Baden. Hier in diesem kleinen Wasserfall, Riesenbecken. Und sogar Angie badet. Die Eila getraut sich nicht runter. Aber auch da ist es schön. Hopp! 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 Du Gumpe! Hopp!
Ja, da musst du rauf. Komm, Angie. Hopp. Ja, komm. Du Gumpe. Ja, Angie kommt da nicht hoch. Jetzt geht sie von der anderen Seite. Wir stehen hier in diesem schönen Wadi Dam und der René muss in der Bergziege spielen. Da oben. So. Gute Aussicht, ha? Von den Pools durch diese Verleihkanäle, sie heißen so, kommt hierher das Wasser und hier ist unser super idyllischer Standplatz. Wir fahren wieder raus aus diesem idyllischen Wadi Dam. Und natürlich Offroad, Schaukel, Schaukel, hier durchs Flussbett. Nach so viel Wüste und Staub mal wieder waschen. Hier in Oman ist ja Wasser nicht ganz so rar, da geht das schon. Und nebendran geht es gleich zum Einkaufen. Unterwegs gehen wir noch schnell zu den Felsengräben von Al Ain. Die Felsengräber hier sind über 5000 Jahre alt. Man nennt sie auch Bienenkorbgräber, wobei ich bezweifle, dass die Leute, die es gebaut haben, die so genannt haben. So wie man hier sieht, hatten die zwei Ringe einen Kern und einen äußeren Ring, wo sie vermutlich ganz zugemacht haben. Das ist der Eingang. Und hier besuchen wir jetzt mal einen 5000 Jahre alten Mann, Frau, ist aber nicht mehr da, ausgezogen. Was mir besonders gefällt, ist, dass es nicht touristisch aufgemotzt wurde mit allem drum und dran, sondern einfach so stehen gelassen wurde, wie man es aufgefunden hat. Also ich bin ja in diesem wunderschönen Shop und habe mir ein Kleid gekauft. Und jetzt zeigt der da mal professionell, wie man so ein Kleid zusammenlegt. Das ist nämlich eine Wissenschaft für sich und die machen das sowas von genau und so perfekt, dass das auf Maß ist. Super! Tja, das war es wieder von mir. Nicht schlimm, es kommt euch bald wieder ein Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst den Daumen hoch nicht, das ist wichtig, glaube ich, für den Algorithmus, damit meine Videos empfohlen werden. Dann verbreiten sie sich auch ein bisschen mehr, da würdet ihr mir helfen oder auch teilen dürft ihr, verlinken, wie auch immer. Und ich bin auch auf Instagram, wenn ihr da mal gucken wollt, wobei ich da nicht allzu viel mache, aber ab und zu mal kommt was Aktuelles. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.